Ja, mit dem Ergebnis sind wir natürlich zufrieden, aber in der Vorbereitung ist uns das Ergebnis eigentlich ziemlich egal, weil es geht darum, gewisse Sachen auszuprobieren. Heute haben wir zum Beispiel ein neues System gespielt und da geht es halt in der Vorbereitungszeit auch darum, allen Spielern auch eine Chance zu geben, sich mal zu präsentieren. Und am Ende, klar, war es ein guter Test. Man muss halt sagen, wir haben gegen eine sehr starke Mannschaft hier gespielt, die uns schon alles abverlangt hat. Und man sieht natürlich auf dem Niveau und bei dem Tempo auch, wo es halt noch hapert. Und das sind halt so Sachen, die so ein Test dann auch in erster Linie, sag ich mal, bezwecken soll. Ja, das war ein sehr hilfreiches Spiel. Das macht unsere Spieler besser. Wir haben ganz viel Widerstand vom HSV bekommen. Wir haben einfach ihre Chance in der ersten Halbzeit genutzt. Und das ist, was unsere Spieler genau brauchen. Man darf nicht vergessen, es war eine U18, keine U19. Und trotzdem haben sie, sag ich mal, uns alles abverlangt und es war ein sehr guter Test. Wir sind letztes Jahr schon gewesen. In Deutschland gibt es eine U19-Altersgruppe. In England gibt es eine U18-Altersgruppe. Wir waren ein bisschen jüngere Mannschaft. Letztes Jahr schon ausgefunden, die Engländer. Ich wusste schon, dass es nicht so einfach ist, die Deutschen zu schlagen. Und dieses Jahr hätten wir wieder die Möglichkeit, aber wieder nicht gelungen. Das ist halt letztes Jahr über den Andres Jonker passiert, der mit dem Bernhard Peters ganz, also einen guten Kontakt hat und so ist das letztes Jahr passiert. Und anscheinend hat es Arsenal auch ganz gut gefallen hier in Hamburg und deswegen haben wir die Möglichkeit gehabt, das dieses Jahr zu wiederholen. Ja, der Bernhard Peters und ich verstehen sich sehr gut zusammen. Wir haben ihn schon kennengelernt in der Phase, dass er für Hoffenheim gearbeitet hat und ich bei Bayern München gearbeitet habe, sind immer in Kontakt verblieben. Und ich denke, dass es einen sehr guten Draht gibt zwischen Bernhard und mich und auch also zwischen den HSV und Arsenal.